Das sind für mich zwei ganz wesentliche Punkte. Zum einen ist es die Organisation und die Struktur, weil es einem einfach ermöglicht wird, neben einer vollzeittätigen Stelle zu studieren, sich weiterzubilden, indem man sich am Wochenende dann aufs Studium konzentrieren kann und in der Woche auf die Arbeit. Am besten gefallen hat mir tatsächlich ein sehr hoher Praxisanteil und dass man viele Beispiele oder viele Übungen, die man so im Rahmen des Studiums gemacht hat, direkt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, am Montag, direkt in der Firma anwenden konnte. Ich glaube, am besten gefallen hat mir die Struktur des Studiums. Ich habe sehr schnell in den ersten Semestern gemerkt, dass es sehr hilfreich ist, wenn man schon mal die praktische Erfahrung hat, weil die Diskussionen, die man dann auch in den Veranstaltungen führt, wesentlich höherwertiger sind. Also ich muss sagen, ich fand das erstmal sehr, sehr klasse, dass das Studium so super gut auch für Berufstätige getaktet war. Es wurde sehr, sehr viel gut vorbereitet. Es wurden Bücher im Vorfeld schon bestellt, bereitgelegt, Skripte ausgedruckt. Am besten hat mir wirklich so diese interdisziplinäre Vorgehensweise gefallen, dass streng für Ingenieure auch kaufmännische, strategische Aspekte beleuchtet werden. Die Module Organisationsentwicklung oder Change Management. Vor allem Körpersprachen war richtig genial. Change Management, also eher die Soft Skills. Also ganz klar die Module Vertrieb, Marketing. Aktuell spielen im Tagesgeschäft die Studienmodule Wirtschaftsrecht, Kommunikation, Mitarbeiterführung und Qualitätsmanagement eigentlich eine große Rolle. Sicherlich die Grundlagen, Produktionsmanagement, Logistikmanagement, aber halt die Schwerpunkte auf die aktuellen Themen gemünzt. An den Freitagen und an den Samstagen anwesend zu sein, halt nach einer langen Woche. Das familiäre Umfeld, welches natürlich auch einer Koordinierung bedarf und dementsprechend sich dort die Zeitslots freizuschaufeln. Die Masterarbeit. Der Austausch und die Kommunikation mit den Kommilitonen. Es entspannt alleine, wenn man mal zusammenkommt, sich austauscht, Dinge gemeinsam vielleicht auch nochmal diskutiert, erarbeitet, um da einfach auch ein bisschen die Last zu verteilen und ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen. Einfach ein Stück weit Selbstorganisation, Disziplin und Ehrgeiz ist sicherlich auch eine nicht zu vernachlässigende Komponente, aber damit bekommt man das ansonsten eigentlich wohl ganz gut gemeistert. Natürlich der Rückhalt von meiner Familie, der natürlich voll dahinter stand, dass ich dann auch Zeiten brauche für mich, wo ich mich auf Klausuren vorbereiten muss, aber natürlich auch der Austausch mit den Kommilitonen. Wenn man sich als einzelne Person halt nicht hingesetzt hätte, um was zu tun, hat halt diese Gruppendynamik dazu geführt, dass man sich dann doch irgendwie samstags nachmittags nach 3 oder 4 Vorlesungen nochmal 2 Stunden hingesetzt hat. Eine persönliche Entwicklung habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt. Und auch beruflich muss ich sagen, es fällt es mir wesentlich leichter, Zusammenhänge zu erschließen. Ich glaube, heutzutage ist es unheimlich wichtig, nicht nur diese rein technische Seite zu betrachten, sondern immer auch die Wirtschaftlichkeit, die dahinter steht. Und deswegen muss man einfach auch die betriebswirtschaftlichen Prozesse verstehen. Und dafür ist dieses Studium eigentlich ideal. Erstmal hat es mich persönlich unglaublich weitergebracht. Zum einen inhaltlich, einfach sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. An zweiter Stelle aber auch methodisch, weil man hier im Rahmen des Studiums einfach einen Koffer an Methoden und Instrumenten angeeignet bekommt, auf die man im unternehmerischen Alltag direkt im Grunde zugreifen kann und auch im Alltag direkt integrieren kann. Der Vorteil ist natürlich, wenn man auch im betrieblichen Kontext mal irgendwelche Fragen hat, dass man da sich dann auch gegenseitig austauscht. Hattest du schon mal ein ähnliches Thema? Wie bist du da damals mit umgegangen? Hast du einen Tipp für mich? Vielleicht hast du auch einen Kontakt für mich, an den ich mich dann da wenden kann. Das sind an der Stelle zwei Aspekte. Zum einen ist es einfach das Netzwerk mit den Kommilitonen aus dem eigentlichen Jahrgang heraus. Die Kommilitonen kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus den unterschiedlichsten Branchen. Der zweite Gedanke ist natürlich das jährlich stattfindende Alumni-Treffen mit den Absolventen, ehemaligen und Studierenden des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, weil man da einfach auch nochmal die Möglichkeit hat, sich über den eigenen Jahrgang heraus auszutauschen, um vielleicht nochmal den einen oder anderen Kontakt zu knüpfen. Vor allem bei Veranstaltungen, so wie bei Jahrestreffen, bei den jährlichen, dann besteht halt die Option, sich mit anderen auszutauschen und das Netzwerk zu erweitern und gerade seinen Horizont zu erweitern, außerhalb seines eigentlichen Arbeitstätigkeitsbereichs. Also ich würde den vielen Technikern, Ingenieuren etc.
aus der technischen Schiene weiterempfehlen, damit die auch irgendwo, gerade die im Projektgeschäft tätig sind, dass die dann da auch die Möglichkeit haben, auch auf anderen Ebenen sich mit Kaufleuten zu unterhalten, zu kommunizieren. Also ich würde eigentlich allen Personen den Studiengang weiterempfehlen, die Lust haben, Personalverantwortung zu übernehmen und sich einfach auch, ich sag mal, mehr so in Richtung oberes Management zu entwickeln, die halt nicht einen rein technischen Schwerpunkt haben und mehr so die Tüftler und Entwickler sind, sondern mehr vielleicht die Projektleiter oder Organisatoren. Jeder, der entsprechend Lust hat, ein Team zu führen oder eine Abteilung zu führen, für den ist das Studium eigentlich genau richtig.